Der Wagen des Konsuls. The Consul's Car. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Yeah, und damit... Herzlich willkommen zurück. Darf ich heute noch reden? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. So, ich glaube, jetzt darf ich. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire. Wo wir dauernd wieder von Dialogen unterbrochen werden, aber das dürfte sich so ziemlich durchs Let's Play ziehen. Ja, wir haben einen neuen Fall, ein verlassenes Fahrzeug. Das einfach in einem Hinterhof abgestellt wurde und das halt irgendjemand gemeldet hat. So, ich schau mal kurz auf die Karte, wie wir da am besten hinkommen. Ist sogar hier in der Nähe direkt. Jacobs Hinterhof. Nicht diese, sondern die nächste. Links, dann rechts und dann haben wir es. Okay. You hear about Adrian? Brought in Seattle, threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her, humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Kowski. Ja, das war gerade aus dem letzten Fall, aus dem Fall um Adrian Black. Anscheinend wurde der tatsächlich wollte sich absetzen, um seine Frau zu verlassen, wegen einer anderen, die hat ihn aber zurückgenommen, nachdem die andere ihn in Seattle rausgeschmissen hat. Sehr komisch. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch, anyway. Sehr nett. So, wir haben hier also einen Tatort mit einem verlassenen Fahrzeug, das anscheinend... Da hat anscheinend jemand was geklaut und mal ein bisschen... Oh, da stellt er auch gerade noch... Irgendwie mit dem unterhalten. Nö, kann man nicht mit ihm reden. Da hat er auf jeden Fall gerade ein Schild aufgestellt. Schauen wir mal. Stealing the wheels is for amateurs. The car ring would have stripped it in a warehouse. Ja, gut möglich. Das Amateure waren, weil wie gesagt, ein Schiebering hätte ihn anders zerlegt. Er gesagt, woanders. Ah, da haben wir einen Kofferraum. Ist irgendwas drin? Empty. Nope, der ist leer. Ist aber ein sehr schönes Auto, muss man ehrlich sagen. Also Stoffbezug, wenn ich das richtig sehe. Nee, ist doch kein Stoffdach. Ach so, das sind diese alten Autos, die noch etwas anderes lackierte Dächer haben. Deswegen sieht es aus wie Stoff, aber es ist schon Metall. Hm, aber sehr schönes Teil. Das hier beschrieben motorisierte Fahrzeug ist hiermit registriert für den Gebrauch und Einsatz laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Ja,
gültig bis so und so vielten Packard Clipper, Registrierungsnummer, Kennzeichen. Argentinisches Generalkonsulat. It's owned by the Argentinian Embassy. Genau, wie Cole so schön sagt, das gehört der amerikanischen Botschaft. Argentinischen Botschaft. Ja, amerikanischen Botschaft, genau. Wir sind in Amerika, Leute. Yay! Argentinische Botschaft. Man sieht es auch an den Flaggen. Argentinische Staatsflagge, natürlich. Aber das Nummernschild wird abgeschraubt. Hier fehlen also die Nummernschilder und ein Rad. Da handelt jemand ein Rad ab. Oh mein, sorry Leute. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Oh. Ja, da wollte doch der gerade reinzoomen, oder? Ist für auf jeden Fall für die Marke Packard, also das Auto, das hier rumsteht, ist ja ein Packard. Und er gehört den Dewey Brothers. Scheint eine Firma zu sein, eine Werkstatt, was auch immer. Sehr interessant. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Schildchen, die hier rumstehen? Beweisschildchen? Da haben wir einen Baseball. Nichts Besonderes, okay, und ein Becher. Der dürfte aber wahrscheinlich auch nichts Besonderes sein. Nope. Außer, dass er zusammengedrückt ist, ist vielleicht das Besondere an diesem Becher. So, was haben wir sonst noch so hier in der Nähe? Da haben wir nichts mehr zu sehen. Da auch nicht. Da auch nicht. Dass das Rad fehlt, wissen wir ja schon. Der Schraubenschlüssel. Alex Neues für uns. Da liegt ein Baseballschläger rum. Aber hallo, Leute. Nicht gut? Hallöchen. Wir haben hier ein verlassenes Fahrzeug. Mit dem Besitzer kann irgendwas passiert sein. Und der Baseballschläger, der in der Nähe liegt, ist nicht wichtig. Okay. Wenn ihr das sagt. Da muss Phelps aber auch außerordentliche Instinkte haben. Da ist noch eine Flasche. Sieht aber nicht so aus, als ob da was wäre. Red mal mit der, ob die was gesehen hat. Okay, die scheint sich nicht dafür zu interessieren, was wir hier machen. Ist anscheinend auch völlig piepe, dass da ein Auto einfach so im Hinterhof rumliegt. Rumliegt natürlich. Es liegt. Es steht er, weil es aufgebockt ist. Gut, der da drüben hat es anscheinend gemeldet. Mit dem reden wir gleich noch. Aber erstmal. Ach, wobei, würde ich sagen, reden wir erstmal mit dem da. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway. Last night, I see this brand spanking new Packard up on bricks. Wisst ihr, was mir gerade so einfach in den Kopf gekommen ist? Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den amerikanischen Bauchredner und Comedian Jeff Dunham. Und er hat eine sehr schöne Puppe namens Walter. Ihr könnt danach mal suchen auf YouTube. Aber dieser Typ hier, der kommt genauso rüber wie dieser Charakter Walter. Muss ich ehrlich mal sagen. Ist mir gerade so aufgefallen und ja, er sieht genauso aus und er kommt genauso rüber, dieser verbitterte alte Sack einfach. So,
Dann fragen wir ihn doch mal, den Oswald Jacobs, 65 Jahre alt. Zeuge mit Meldung vom Tatort. Los Angeles finest, huh? God help us all. Nice one. So, fragen wir ihn nach seinem Zeugenbericht. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Drei Mexikaner? Kann gut sein. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Okay, es gibt also ein paar verdächtige Latinos. Oder Mexikaner, wie auch immer. Gut, frag mal noch mal ein bisschen was dazu. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Sicher. Ja. Grinst das so. Der guckt schon so wie, ja, das glaubst du mir ruhig, aber wir können es nicht beweisen, deshalb würde ich es einfach mal anzweifeln. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Na klar, anhängen können wir eben nichts, aber wir müssen es halt wissen, ob er danach noch am Auto war. Also, mögliches Fahrzeug des Verdächtigen. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Alter Ford hilft uns schon mal. Vielleicht können wir ein bisschen ermutigen, wenn wir es ihm glauben. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Okay. Das sticht also hervor. Und wir haben ein Fahrzeug mit abmontierten Teilen. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Der guckt schon wieder so. Ja, glaubt's mir ruhig. Ich glaub ihm das nicht. Right. So what did you take, Jacobs? You want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was gonna show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Jo, was soll man einen Schiedsrichter machen? Nee, aber die Kinder sind wirklich nicht unser Gebiet hier, aber... Er hat wenigstens noch rausgerückt, dass er ein Notizbuch gefunden hat. Dann schauen wir mal. 1947 Terminplaner für Juan Francisco Valdez. Francisco. Oder Francisco? Er Francisco, wenn es Spanisch ist. Kommt mir Spanisch vor. Ich hau wieder einen nach dem anderen raus heute. Solche Flachwitze. John Madsen. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Wow. Schaut euch nur mal an, was da für Notizen dazu stehen. Das macht ein bisschen Angst, Leute. Engelsgleiche Züge, olivfarbene Haut. Blonde Locken, gebräunt mit blauen Augen. Groß und schlank, das sieht aus wie... Ach, ich will es gar nicht sagen. Hat da jemand eine spezielle Liste angefertigt? Könnte gut sein. Contact
contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Da sieht er nach Geschäft aus. Ansonsten weiß ich nicht, ob wir hier noch was haben im Terminplaner. Sieht nicht so aus, als ob wir da noch was haben. I think we've run this place dry. Let's find a game well. Yep. Wir brauchen einen Polizeimelder, da drüben an der Säule hängt einer. Das heißt, wir haben hier so ziemlich alles und dann müssen wir mal schauen, ob wir jetzt etwas über diesen Dewey herausfinden. Beziehungsweise einfach mal so ein bisschen was, ja, ein bisschen mal quasseln, ein paar Ermittlungen anstellen. Phelps, Badge 1247. Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Any messages? There's just one message for you, detective. A four-door Packard, diplomatic license number, Paul Robert 706. Was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Wohin sollten wir am besten gehen? Ich würde mal sagen, wir schauen erstmal mit diesem Packard-Händler vorbei. Oder wobei, ich glaube, es ist besser erstmal nachzufragen bei demjenigen, der das Auto als gestohlen gemeldet hat. Bei dem Diplomaten. Juan Francisco Valdez. So, also Zentralrevier. Ist außerdem, soweit ich weiß, sowieso in der Nähe, also von dem her. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have got this year. One more, and I'm going to go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Look for the men at your local groceries. Your help for some dry goods. Lassen wir einfach mal runterrollen hier. Ecke First und Hill. Zentralrevier um 2.10 Uhr. Am Mittag. We have a Juan Francisco Valdez in for questioning. Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way.